So, wunderbar. Dann geht's auch direkt weiter. Aber ich brauche noch was zu trinken. Wo habe ich jetzt meine Glasflasche? Habe ich jetzt meine Flasche hingestellt? Ja. Super. So, Moon, was hast du uns zu sagen? Anscheinend gibt es noch eine alte Erzählung, die von Stefan einem Prinzen erzählt. Genau, wir haben zwei Seiten der Geschichte gefunden. Ich habe ein paar weitere Seiten. Ah, super. Na komm. Das ist eine interessante Geschichte, aber wir brauchen den Rest der Seiten, um zu verstehen, was passiert ist. Ich werde versuchen, alle zu finden. Super, das wird uns helfen, die Untersuchung abzuschließen. Da muss ich auch nicht auf den Planeten reisen, weil das ist nämlich das, was ich gesucht habe. Die hat uns jetzt zwei weitere Seiten der Geschichte gegeben. Das ist wunderbar. Wie viel haben wir dann jetzt? 7 von 10. Von 11. Hat die uns wirklich zwei Seiten gegeben? Das kennen wir. Kleiner Junge gab sich Mühe, sammelte Kristalle, bekommt den Prinztitel, wird eitel. Da verraten wir, da wird... Okay, die Seite fehlt. Dann böse, nicht bekommen, nicht bekommen, nicht bekommen. So viel zum Thema zwei Seiten gefunden, Moon. Die hätte ich gerne. Warum haben wir die jetzt nicht gekriegt? Ach, Moon-Mädchen. So, will ich jetzt auf dem Planeten? So, keine weiteren Aufträge. Schnell, Prinz! Prinz, woher weißt du das, Yuki? Was ist los? Und Moon? Warum hast du ihr Schiff? Das ist jetzt ein Bug. Normalerweise kommt die Yuki, besucht uns und die Moon ist nicht da. Wir haben jetzt keine Zeit für Erklärung. Die pinkhaarige Lady ist in Gefahr. Bereite dich auf eine große Herausforderung vor und steige in Moons Schiff. Wir sind ready. Fliegen wir los. Normalerweise wurde die Moon jetzt irgendwie gefangen genommen auf einem weiteren Schiff. Was ist das für ein Ort? Ich bin auf Moons Schiff geschlüpft, das Richtung Dayland unterwegs war. Dann hörte ich über Funk, dass Moon mit einer Spionagemission betraut wurde. Dieses seltsame Raumschiff war auf dem Weg zu deinem Planeten. Moon ging und schaute nach. Als ich merkte, dass sie nicht zurückkam, kriegte ich Angst und kam, um dir zu helfen. Bleib hier, Yuki. Ich schaue nach, ob ich sie finden kann. Sei vorsichtig, Arko. Nimm für alle Fälle die Zaubertränke mit. Danke, Yuki. Super. Das ist jetzt kurzer Plot-Twist, weil jetzt weiß man erst später was, um euch mal ein bisschen was zu sagen. Die Geschichte, die wir finden, ist keine Dokumentation von uns. Das bedeutet, es ist eine Geschichte von einem anderen Prinzen, der zum dunklen Schattenprinzen wurde. Und das ist sein Raumschiff. Und der will uns jetzt besuchen und Immun hat das verhindert, wurde aber hier... Und wir müssen ihr jetzt helfen. Hier finden wir auch genug spinnenartige Gegner. Warte mal, ich kann noch bestimmt Blitzschlageis, damit wir auch hier weiterkommen. Ich hab... Was? Ich kann hier keine Zauber verwenden. Oh nein, deswegen brauchen wir auch diese vielen Heiltränke. Aber Goliaths Axt hilft uns echt. Ja, jetzt haben wir auch die giftige Flüssigkeit bekommen. Genau, so läuft das nämlich. Problem war, ich habe einfach nur vergessen, den Umhang des Windes zu bauen. Akko, was machst du denn hier? Es ist sehr gefährlich. Das ist das Dämonenschiff, das uns auf Ankora angegriffen hat. Guck, ich habe die letzte Seite der Geschichte gefunden. Der Dämon war einst ein Prinz. Jetzt wird er von der Traumfängerspinne kontrolliert. Was will diese Spinne? Die Traumfängerspinne ist ein abscheuliches Wesen, das nach den Kleinplaneten sucht, um sie zu verschlingen. Sie will Dayland zerstören, um die Macht des Kristalls zu stehlen. Wenn das Schiff deinen Planeten erreicht, wird der Dämon seine Position kennen und sie der Spinne verraten. Wir müssen ihn aufhalten, bevor es zu spät ist. Du hast neue Seiten der Geschichte Prinz gefunden. Okay. Wir haben ja jetzt keine...
9 von 11. Jetzt haben wir die Seiten bekommen, die uns Moon gegeben hat. Der Prinz. Es war einmal ein Junge, der auf einem kleinen magischen Planeten lebte. Ich mache das mal schnell, weil hier noch ein paar Seiten fehlen. Jeden Tag gab er sich große Mühe, um sich Land, Bäume und Tiere zu kümmern. Und er sammelte alle Kristalle, die er finden konnte. Eines Nachts hörte er eine Stimme in seinen Träumen. Du bist ein Prinz, wurde ihm gesagt, ich werde die Macht geben. In diesem Moment begann der Junge, sich wie ein Prinz zu verhalten, der von allen seinen Planeten besucht, die seinen Planeten besuchte, Ehrfurcht, Respekt verlangte. Doch niemand glaubte ihm. Wo wohnst du? Fragte ihn die Stimme in einem anderen Traum. Und der junge Prinz verrät die Position seines kleinen Planeten. 7 fehlt. In der dritten Nacht bedeckte ein Schatten den ganzen Himmel. Der Junge fühlte sich einsam, allein und hatte große Angst. Du, sagte die Stimme, die nicht mehr so süß klang wie in seinen Träumen. Du wirst mein Prinz des Nichts sein. Und der Schatten verschlang den Planeten und all seine Magie. Und da fehlt die letzte Geschichte, die letzte Seite. Gut, wir müssen jetzt hier natürlich aufräumen. Wir haben jetzt auch alles gefunden. Das bedeutet, hier können wir weitermachen, dann können wir damit anfangen und hier müssen wir einfach mal, brauchen wir einfach mal Glück. So. Goliath, sage ich ganz ehrlich, ohne deine Axt hätten wir echt Probleme. So, Heiltrank gefunden. So, Larve, wir haben ja genug giftige Flüssigkeit gefunden. So, die Yuki hatte recht. Ich finde es gut, dass sie uns noch ein paar Heiltränke gegeben hat. Aber ich nehme erstmal einen Schluck Milch. Milch ist lecker und gibt gute Knochen. Wunderbar. So, jetzt wollen wir mal hier hin. Wie daneben. Oh, das war aber gut. So, hier haben wir noch einen Heiltrank gefunden. Wunderbar. Aber ich glaube, den brauchen wir nicht. Das Spiel ist jetzt nicht ganz so schwer. Jetzt ich nochmal Möhrchen. Karotten sind auch gesund und vor allem voll lecker. Immer eure Möhren aufessen, Kinder. Dann werdet ihr groß und stark. Und natürlich auch nicht vergessen, dass man Beeren auch braucht. So. Ja, Heiltränke haben eigentlich mehr als genug. Bin mal gespannt. Hier geht es nämlich echt weiter. Da ist er. Der Prinz, der von der Spinnenkönigin. Arco, der Prinz des Nichts. Nenn mich nicht so. Es hat keinen Sinn, Widerstand zu leisten. Bald wird sie wissen, wo dein Kleinplanet ist und es gibt nichts, was du noch tun kannst. Schließe dich uns an, Prinz des Nichts, und stelle deine Magie in ihren Dienst. Ich werde mich niemals euch anschließen. Dayland ist mein Zuhause und ich werde es mit meinem Leben beschützen. Moon, zusammen können wir ihn schlagen. Auf jeden Fall. Da müssen wir aufpassen. Schieß! Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Wir können... Wenn wir ihm zu nahe kommen... Oh, du Lümmel. So, wir können Moon jetzt befehlen, auf ihn zu schießen. So, jetzt aber drauf. Das dauert ein bisschen. Weg hier. Aua. So, als Spam. Oh, super, das hat. Du bist kein Gegner für mich, Bruder. Du bist der schwächste Prinz von allen. Komm mit mir und sie wird dich mit großer Macht belohnen. Moon, ich glaube, ich weiß, wie wir ihn besiegen können. Wenn er ein Prinz war, muss er ein Kristallherz haben. Schieße auf den Stein in der Maske, es ist sein Herz. Mein Herz, das ist nicht möglich. Akko, der Schatten der Traumfingerspinne, reicht sehr weit. Du kannst dich nicht von ihr befreien. Du kannst dich nur ihr stellen oder sterben. Mein Planet Dayland wird niemals fallen. Du bist tapfer. Suche die Macht unserer Brüder.
Drei Prinzen taten es und setzten die Magie ihrer Planeten frei. Drei andere Prinzen vor dir scheiterten und wurden von der Spinne überwältigt. Heute, endlich fühle ich mich frei. Du hast die Seiten der Geschichte Prinz gefunden. Okay. Boah, das war ein interessanter Part. War's das? Also richtig, wir sind noch nicht mit 100% durch, aber von der Geschichte her war's das, glaube ich. Ich glaube, Dayland ist auch nur ein Teil von einem Spiel. Ja, 3D Spaceship, Dayland Original Soundtrack. Bei Paco Mitos, Rafa Jimenez. Ah, es ist ein schönes Spiel und muss echt sagen, hat Spaß gemacht. Es ist nicht der letzte Part, das bedeutet, wir werden auf jeden Fall noch weiterspielen, weil wir noch einige Quests offen haben und ich will auf jeden Fall bei allen noch auf 100% kommen. Storymäßig war es das, glaube ich, jetzt und ich bin mir ziemlich sicher, dass es da noch mehrere gibt. Also ich fand's okay. Also storymäßig, ich find's nur ein bisschen schade, dass man in diesem Spiel auch nicht gegen die Dämonenkönigin dann kämpfen kann oder so. Ich hab's noch nicht gerafft oder gecheckt, wie das weitergeht. Wir haben ja noch ein paar Sachen offen. Und ja, ich weiß nicht, ob die Dämonenprinzessin halt weiterkommt. Ob das vielleicht ein anderes Spiel ist, kann sein, dass das ein Teil von einer größeren Spielereihe ist. So, Spiel an sich selbst war ein sehr schönes Spiel. Da werde ich auf jeden Fall noch ein paar Let's Plays dranhängen. Weil storymäßig ist es jetzt, glaube ich, durch. Auch wenn die Story mehr Fragen offen lässt, also nicht beantwortet schon ein paar Fragen. Wir haben das Buch noch nicht vollständig, wir haben die Lilly noch nicht vollständig geschafft. Da hätten wir vielleicht mal gucken sollen, dass wir vielleicht das Raumschiff noch nicht komplett fertig machen. Aber es ist soweit okay. Es reizt an. Es ist so halt nur schade, dass die Dämonenkönigin in dem Spiel jetzt noch nicht auftaucht. Liegt aber vielleicht auch an mir. Das bedeutet, ich weiß es nicht, ob es wirklich weitergeht oder... Also wir können natürlich noch weiterspielen. Das ist so ein Spiel, das hat Open End. Aber ich glaube, die Story ist hier wirklich fertig. Kann ich das irgendwie ein bisschen überspringen? Das Intro ist nämlich noch mitten im Part und ich würde gerne den Part mindestens fertig beenden. Gut. Jo, das war der Abspann. Wir können aber noch fortfahren. Das bedeutet, es hat gespeichert. Es lädt. Ich finde diesen Satz unten immer wieder lustig. Dieses Spiel verwendet eine automatisch gespeicherte Funktion. Das ist schön. Das ist ein schönes Spiel. So, aufstehen, um zu beginnen. Okay. Die Moon... Ah, stimmt. Wir sind noch nicht fertig. Wir haben die Hauptstory durch, aber es gibt noch ein paar Sachen, die wir haben. Man hat es satt, im Kreis zu laufen. Bom und ich werden einstweilen auf eurem Planeten bleiben, miau. Aber ich weiß, du wusstest selbst nicht, wie du mich bitten solltest, bei dir zu bleiben. Mach dir keine Sorgen, du musst einfach nur für mich kochen. Ich bitte mit meinen Schnurren nicht um viel und wir werden nichts klauen. Jo, das war's. Bedeutet, wir haben jetzt eine Zeit lang die Yuki hier. So, wie geht's, Akku? Ich fühle mich komisch. Mir ist nicht geheuer zumute nach unserem Kampf mit dem Dämonenprinzen. Machst du dir Sorgen immer noch um die Spinne? Normalerweise machst du dir immer noch Sorgen um die Spinne? Ja, ich habe Angst zu schlafen. Ich mache mir Sorgen um Dayland. Aber wir haben sie besiegt. Wir werden bereit sein, wenn sie noch einmal gegen...
Ich lese den Satz nochmal laut vor, in Ruhe, und dann versuche ich den in ein vernünftiges Deutsch umzubauen. Wurde wahrscheinlich mit Translator einfach übersetzt. Aber wir haben sie besiegt. Wir werden bereit sein, sie noch einmal gegenüberzustehen, wenn sie wiederkommen. Wir haben sie besiegt. Wir werden bereit sein, wenn sie noch einmal wiederkommen und ihnen... Nee, wir werden bereit sein, wenn sie noch einmal... Wenn wir ihnen noch einmal gegenüberstehen, wenn sie noch einmal wiederkommen und uns gegenüberstehen. Der gesamte Satz macht keinen Sinn. Ich hätte reingeschrieben, wir haben sie besiegt und wir werden bereit sein, wenn sie noch mal wiederkommt und können ihr dann gegenübertreten oder irgendwie sowas. Danke, Moon. Wir haben das ganze Buch gesammelt. Möchtest du das Ende des Buches lesen? Würde ich gerne. Aber ich glaube, wir haben es nicht fertig. 10 von 11. Es fehlt immer noch eine Seite. Aber... Jetzt will ich nochmal. Ja, Entschuldigung. Das kleine Mikro ist ein bisschen schwierig. Es war einmal ein Junge, der auf einem kleinen magischen Planeten lebte. Jeden Tag gab er sich große Mühe, sich um Land, Bäume und Tiere zu kümmern. Und er sammelte alle hellen Kristalle, die er finden konnte. Eines Nachts hörte er eine Stimme in seinen Träumen. Du bist ein Prinz, wurde ihm gesagt. Ich werde dir Macht geben. Von diesem Moment an begann der Junge, sich wie ein Prinz zu verhalten, der von allen, die seinen Planeten besuchten, Ehrfurcht und Respekt verlangte. Doch niemand glaubte ihm. Wo wohnst du? Fragte ihn die Stimme, in einem anderen Traum. Und der junge Prinz verriet die Position seines kleinen Planeten. Die 7. Seite der Geschichte fehlt. In der 3. Nacht bedeckte ein Schatten den ganzen Himmel. Der Junge fühlte sich einsam und allein und hatte große Angst. Dadurch entstehen auch die Monster. Du, sagte die Stimme, die nicht mehr so süß klang wie in seinen Träumen. Du wirst mein Prinz, dessen Nichts sein. Und der Schatten verschlang den Planeten und all seine Magie. Jetzt reist der Prinz mit dem Schatten zusammen. Sie sprechen mit anderen Kindern in ihren Träumen und durchqueren das Universum auf der Suche nach ihrem Planeten. Ende. Gut, fehlt noch eine Geschichte. Eine Seite der Geschichte. Ich hoffe, die kriege ich auch. Ich glaube, die habe ich selbst noch nicht gekriegt. Zuerst dachte ich, dass dieses Buch über mich berichtet. Und jetzt verstehe ich es, dass es um den Dämonenprinz geht. Mir ist ihm schade, er war doch auch ein Junge wie ich. Um ihn ist es schade. Er war doch auch ein Junge wie ich. Hey! Akko, kommt dieser Pirat Goliath noch nach Dayland? Ja, er kommt manchmal zu Besuch. Ich weiß wirklich nicht, ob die Freunde wir mit ihm sind. Oh nein, ja, er kommt manchmal zu Besuch. Ich weiß wirklich nicht, ob die Freunde wir mit ihm sind. Ich weiß, ja, er kommt manchmal zu Besuch. Ich weiß wirklich nicht, ob wir befreundet sind. Oh, das ist kaum gut für dich. Eine interstellare Patrouille sucht den Piratenmond. Dies ist der Ort, an dem Goliath und seine Schläger ihre Schätze aufbewahren. Sie stehlen seit Jahren die Schafe. Jetzt ist es Zeit, es zu beenden. Was soll ich tun? Schau mal, hier ist das Rezept für einen Tracker. Hefte das fertige Tracker an sein Schiff, damit wir ihm zu seinem Versteck folgen können. Gute Idee. Das ist eine coole Quest. Soweit. Problem allerdings ist, dazu müssen wir erst die anderen Quests fertig machen, weil wir da ganz viele Sachen brauchen. Das bedeutet, wir werden hier durchaus noch ein bisschen abgrasen müssen, damit wir Goliath auf seinem anderen Planeten besuchen können. Wir können jetzt einen zweiten Planeten besuchen. Ansonsten, unser Inventar sieht gut aus. Moon, du nervst gerade. Füttern wir mal ein bisschen. Die Yuki ist jetzt da. Das ist schön, das ist super. Die bleibt jetzt auch hier. Das bedeutet, ich habe Hunger. Ich möchte einen Kuchen. Aber wir müssen Kuchen für die Yuki backen. Das mache ich doch gern. Ich habe auch alles da. Wunderbar.
So, 77%, okay, wir müssen den Tracker bauen. Wo können wir den bauen? In der Schmiede, Werkstatt? In der Küche nicht, vielleicht im Labor. Stellen Sie den Tracker auf. Ach so, die hat uns den Tracker schon gegeben, ne? Genau, den Tracker müssen wir an Goliaths Schiff halten. Der macht dann auch das Zeug frei. Der macht dann auch die Mine hier frei. Und dann kann ich euch auch mal zeigen, was diese Spinnenkönigin eigentlich will. Ich finde es schade, dass man zu diesem Zeitpunkt der Story nur 10 von 11 Seiten aus der Geschichte hat. Das ist sehr ärgerlich. Aber gut, wir kommen gut weiter. Ich würde sagen, wir machen auch beim nächsten Mal weiter. Wir könnten der Yuki jetzt eigentlich noch den Kuchen geben, weil die ist ja jetzt immer noch hier. Gehe ich erstmal eine Runde schlafen, damit die auch ihren vorgescripteten Platz bekommt. Wo das ist, sehen wir im nächsten Part, Leute, ne? Vielen Dank fürs Reinschalten. Macht's gut. Ciao. Ups, Entschuldigung. Ciao mit V.